Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Maria hat große Sehnsucht nach ihrer Schwester Rosalinde. Vor über 60 Jahren werden die beiden als Kinder voneinander getrennt. Während Maria in einer deutschen Pflegefamilie aufwächst, wird ihre kleine Schwester von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert und mit in die USA genommen. Erst als Teenager erfährt Maria, dass sie eine leibliche Schwester hat. Und seit diesem Augenblick ist es ihr größter Herzenswunsch, dass Rosalinde Teil ihres Lebens wird. Die 64-jährige Rentnerin Maria aus Philippsthal in Hessen sucht verzweifelt ihre Schwester Rosalinde. All ihre Versuche, sie zu finden, sind bisher gescheitert. Marias sehnlichster Wunsch ist es, Rosalinde nach über 60 Jahren Trennung endlich in die Arme schließen zu können. Ich habe meine Schwester zwar nie kennengelernt, aber ich habe immer gespürt, dass da jemand ist und der fehlt mir wirklich sehr. Und ich habe manches Mal eben Angst, dass ich zu spät komme, dass vielleicht irgendwas passiert ist. Also es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich Rosalinde finde. Ich habe Maria eingeladen, denn ihre Geschichte hat mich sehr bewegt. Und ich möchte ihr etwas zeigen. Hallo Maria. Hallo. Herzlich willkommen. Ist schwierig daraus. Ja, ja, aber es herzlich geht. Herzlich willkommen in Köln. Hallo. Ich bedanke mich, dass ich kommen durfte. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ja? Ja, jetzt wo ich dich sehe, geht's mir gut. Sehr schön. Dann nehme ich dich mal mit. Einfach hier durch. Maria, wen suchst du? Ich suche meine Schwester Rosalinde. Wir haben uns nie kennengelernt, aber sie hat mich ein Leben lang begleitet. Kannst du mir beschreiben, was es dir bedeuten würde, wenn du deine Schwester finden würdest? Das wäre das Größte in meinem Leben. Das wäre eben das Bündchen. Ja? Maria, was weißt du denn über eure Geschichte? Warum seid ihr beiden Schwestern damals voneinander getrennt worden? Das war so, ich bin 1952 geboren, im Februar. Und meine leibliche Mutter, die war zu der Zeit in Murnau Krankenschwester. Und die hat mich ein Jahr bei sich gehabt. Und dann hat sie gemerkt, sie ist wieder schwanger. Zur gleichen Zeit, als Marias Mutter erfährt, dass sie wieder schwanger ist, verlässt der Vater plötzlich die Familie. Mutter Ursula ist völlig überfordert. Sie sieht keine Möglichkeit, die Kinder alleine durchzubringen. Schweren Herzens beschließt sie darum, ihre anderthalbjährige Tochter Maria in eine Pflegefamilie zu geben. Dort wächst sie wohlbehütet auf, nicht ahnend, dass ihre Pflegeeltern gar nicht ihre leiblichen Eltern sind. Die Wahrheit erfährt Maria erst sehr viel später. Und zwar war ich 15 Jahre und da hat eine Freundin auf dem Nachhauseweg von der Schule mir erzählt, dass ich Stiefeltern hätte. Ich konnte das gar nicht fassen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und mein Papa hat mir dann die ganze Geschichte erzählt. Da hast du erfahren, dass du in Wirklichkeit andere Eltern hast. Und du hast vor allem auch erfahren, dass ich eine Schwester habe. Und das hat mich so aufgewühlt. Dann habe ich mich 3 Tage in meinem Zimmer eingeschlossen. Das war wie, als wenn man als Nichtschwimmer in ganz tiefes Wasser geschmissen wird. Maria, was hast du denn über deine kleine Schwester erfahren? Dass meine kleine Schwester 1,5 Jahre jünger ist wie ich, dass sie Rosalinde heißt und dass wir zwei eigentlich von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert werden sollten. Aber dadurch, dass ich so krank war und unterernährt war, ist entschieden worden, dass ich in Deutschland bleibe. Das heißt, deine Schwester? Die ist dann nach Amerika weggegeben worden. Und da seid ihr getrennt worden? Und dadurch sind wir getrennt worden. Rosalinde ist nicht nur Marias Schwester, mittlerweile ist sie auch das einzig verbliebene Mitglied ihrer leiblichen Familie. Kannst du mir beschreiben, wie wichtig dir die Suche nach deiner kleinen Schwester ist? Ich bin immer auf der Suche. Schon ein Leben lang. Man weiß im Herzen, da ist noch jemand und vielleicht fehlt er auch ein Teil, so wie mir es gefehlt hat. Das sitzt eben drin und das kriegst du auch nicht so schnell raus. Wie wäre das denn für dich zu hören, dass deine Schwester auch Sehnsucht nach dir hat? Ich glaube, das wäre das Größte. Ihr gehört zusammen. Ja.
Maria, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich würde dir jetzt gerne noch was zeigen. Magst du mal mit mir kommen? Ja. Bitte, setz mich neben dich. Ja. Maria, ich muss dir was sagen. Ich habe bereits nach deiner Schwester gesucht. Echt? Wirklich? Schau mal. 2 Wochen zuvor. Meine Suche startet am Flughafen Düsseldorf. Mit im Gepäck habe ich einen ersten Hinweis auf Marias Schwester. Also, ich habe schon vor einigen Tagen verschiedene Anfragen bei US-Behörden gestellt und ich habe auch Antwort erhalten. Das hier ist eine Kopie der Einbürgerungsurkunde von Marias Schwester. Und darauf steht, dass die 1956 eingebürgert wurde und dass ihr Name in Barbara Hess geändert wurde. Und außerdem steht hier auch, dass sie in Florida eingebürgert wurde. Und genau da werde ich jetzt hinfliegen. Aus dem Dokument ging auch hervor, dass der Adoptivvater von Marias Schwester ein Soldat gewesen sein soll. Diesem zweiten Hinweis wird Markus, ein Kollege aus meinem Team, nachgehen. Also diesmal habe ich sozusagen Verstärkung, denn ich hatte mich parallel auch an die US Army gewandt, da ich ja wusste, dass Barbaras Adoptivvater Offizier beim Militär gewesen sein soll. Und deswegen hoffe ich, dass sie beim Militär vielleicht noch irgendwelche alten Informationen haben. Aber tatsächlich geben die keinerlei schriftliche Auskunft. Man muss also wirklich persönlich vorbeikommen. Und deswegen habe ich Markus gebeten, für mich zum zentralen US Army Archiv in St. Louis zu fliegen, um sich die Informationen sozusagen vor Ort abzuholen. Und so verlieren wir am wenigsten Zeit. Während Markus nach St. Louis zum Militärarchiv fliegt, mache ich mich auf nach Tampa an der Westküste Floridas. In der drittgrößten Stadt des Sunshine States, in der andere Urlaub machen, erwartet mich heißes, subtropisches Klima und vor allem viel, viel Arbeit. Laut meinen Unterlagen wurde Marias Schwester in Tampa eingebürgert und in Barbara Hess umbenannt. Direkt nach der Landung mache ich mich auf den Weg zu der Adresse, die auf der Einbürgerungsurkunde vermerkt ist. Also mir ist noch so ein bisschen schummerig, denn in meinem Körper ist es ja jetzt gefühlt mitten in der Nacht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass diese alte Adresse überhaupt noch existiert. Die verzeichnete Anschrift 40 Spanish Main liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums in einem schicken Wohngebiet. So, hier irgendwo müsste das sein. Spanish Main. Da. Da vorne ist sie, unterm Baum versteckt. Und ich suche die Nummer 40. Also bisher habe ich nicht eine Hausnummer gesehen. Doch, da 19, 18. Ach, die sind an den Briefkästen. Liegt an der Haarfarbe. Hier die 40, letzte Haus in der Straße. Schon herrschaftlich aus, ja. Aber ich sehe einen Pool, aber hier sind keine Menschen. Hier ist überhaupt niemand. Ich höre mich in der Nachbarschaft um. Ich versuche es bei dem Haus direkt nebenan. Hello, I'm from Germany. Ich bin aus Deutschland und ich brauche Ihre Hilfe, da ich auf der Suche nach jemandem bin. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Das ist sehr nett von Ihnen. Oh Mann, eine Fernsehkamera. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Ihr Name ist Barbara Hess. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Hess? Sie hat hier gelebt. In dieser Straße? Der Vater ist Neil Hess. Eine Sekunde. Lassen Sie mich mal kurz nachfragen. Great. Vielen Dank. Thank you. Nein, tut mir leid. Wissen Sie, es geht darum, Ihre Schwester wohnt in Deutschland und ihr größter Traum ist es, sie zu finden. Tut mir leid, ich hoffe, Sie finden sie. Danke. Tschüss. 3 Stunden frage ich mich durch die ganze Nachbarschaft, mit mäßigem Erfolg. Ich finde lediglich heraus, dass die Familie Hess heute hier nicht mehr zu leben scheint.
Familie Hess, kennen Sie sie? Da klingelt bei mir gar nichts. Ich bin auf der Suche nach einer Familie Hess. Ich kenne leider niemanden namens Hess. Noch nie gehört. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Ich möchte eine Familie wieder zusammenbringen. Das wäre fantastisch. Ich hoffe, es klappt. Ich suche eine Familie Hess. Sie haben hier in der Straße gewohnt. Ich glaube, ich erinnere mich an eine Familie Hess. Familie Hess? Ja. Das muss schon lange her sein. Oh ja, einige Jahre. Die ehemalige Nachbarin kann sich tatsächlich an die Familie Hess erinnern. Doch ich erfahre, dass diese bereits vor Jahrzehnten weggezogen ist. Wohin, das weiß die hilfsbereite Frau nicht. Gibt es irgendjemanden, der wissen könnte, wo Familie Hess hingezogen ist? Die Gegend hier hat sich sehr verändert. Einige sind weggezogen und Jüngere sind hergezogen. Ich bin eine der wenigen Älteren hier. Verstehe. Kennen Sie Freunde von der Familie oder andere Familienmitglieder? Oder wissen Sie, wo sie gearbeitet haben? Da war ein Kindermädchen. Ihr Name war Agnes Mayfield. Sie meinen, die Familie hatte ein Kindermädchen für die Tochter? Ja, ich erinnere mich an sie. Agnes Mayfield. Das war ihr Name. Wissen Sie, ob die noch hier lebt? Sie ist umgezogen, ich weiß aber nicht wohin. Okay, Agnes Mayfield. Okay, das hilft mir schon weiter. Ich hoffe, ich konnte helfen. Sie waren eine große Hilfe. Wie ist Ihr Name? Carol, thank you. Vielen Dank, ich war ziemlich aufgeschmissen hier. Jetzt bin ich sehr glücklich. Kein Problem. Thank you. Der Name des Kindermädchens der Familie Hess. Nach stundenlanger Suche ist das mein einziger verwertbarer Hinweis. Damit versuche ich am Abend im Hotel weiterzukommen. Aber vorher habe ich noch eine telefonische Verabredung. So, ich werde jetzt Markus anrufen und bin gespannt, was er rausgefunden hat. Rund 1500 Kilometer entfernt in St. Louis. Die Stadt am Mississippi ist Sitz des Nationalen Militärarchivs. Hierhin hatte ich Markus geschickt, um Auskunft über Barbaras Adoptivvater, einen ehemaligen Armeeoffizier, zu erhalten. Sag mal, Markus, hast du schon irgendwas rausfinden können? Gibt es in St. Louis eine Akte über Barbaras Adoptivvater? Ja, es hat zwar lange gedauert, aber ich habe tatsächlich eine Liste bekommen, wo Neil Hess überall stationiert war. Okay. Und was ist denn da die letzte Station? Ist es hier in Tampa? Tampa ist dabei, aber das war nicht die letzte Station, sondern die letzte Station war Edwards Air Force Base in Kalifornien. In Kalifornien? Wie heißt das? Edwards Air Force Base. Edwards Air Force Base. Ja, ich hab das hier. Wie machen wir am besten weiter? Markus, könnte ich dich bitten, dahin zu fahren nach Edwards? Denn ich würde hier in Tampa noch einen anderen Hinweis verfolgen wollen. Und ansonsten würden wir uns dann in Edwards treffen. Was meinst du? Alles klar, klingt gut. Markus wird weiter die Spur von Barbaras Adoptivvater verfolgen, während ich versuche, mehr über das Kindermädchen der Familie Hess, Agnes Mayfield, herauszufinden. Am nächsten Morgen, noch am Vorabend, habe ich etwas Entscheidendes recherchieren können. Den Namen Agnes Mayfield gibt es häufiger in den USA, aber in Florida tatsächlich nur ein einziges Mal, und zwar in Sarasota. Das ist mit dem Auto nur eine Stunde von Tampa entfernt und da fahre ich gerade hin. Mein Weg führt mich entlang der Küste Floridas in den Norden. Die Anschrift, die ich in einem alten Telefonbuch, das online gestellt wurde, gefunden hatte, befindet sich etwas außerhalb von Sarasota, in einem ruhigen Vorort. 5835, hier ist es. Treffe ich hier auf das Kindermädchen von Marias Schwester? So, Name ist keiner da. Klopf mal. Hallo? Hallo? Hallo. Hi, I'm Julia. Ich bin Julia aus Deutschland. Ich bin auf der Suche nach Agnes Mayfield. I'm looking for Agnes Mayfield. She's my mother. Sie ist meine Mutter. Es ist nichts Schlimmes. Ich müsste mit ihr sprechen. Ich brauche ein paar Informationen, die mich hoffentlich weiterbringen. Sie ist vor einigen Jahren verstorben. I'm sorry. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre, worum es geht.
Schnell stellt sich heraus, dass die verstorbene Mutter der hilfsbereiten Frau, die ebenfalls Barbara heißt, tatsächlich fast 30 Jahre die Nanny der Familie Hess war. Immer wenn sie nach Hause kam, erzählte sie mir Geschichten von der Familie, zum Beispiel von gemeinsamen Urlauben. Sie liebte ihre Arbeit. Barbara, haben Sie irgendwelche alten Dokumente, Papiere, irgendwas? Ich habe noch nicht mal ein Foto von Barbara. I don't even have a picture of Barbara. I don't have any pictures of the family. Ich habe zwar keine Bilder von der Familie, but I do have a video. Aber ich habe eine alte Videokassette, die mir meine Mutter gegeben hat. Von der Familie Hess? Yes. Ja. Okay. Es ist aber schon ein sehr altes Video, das die Familie meiner Mutter gegeben hat, als sie aufgehört hat, bei ihnen zu arbeiten. Ich verstehe. Ich kann mal nachsehen. Das wäre sehr nett von Ihnen. Okay, thank you. Dankeschön. You're welcome. Gern geschehen. Also altes Videomaterial wäre jetzt wirklich ein Volltreffer. Ich habe etwas gefunden. Wirklich? Ja. I did find. Ich habe das Video gefunden. Wow. So this is it. That's it. Okay. Wow, that's so exciting. Das ist so aufregend. Barbara, wenn ich Ihnen verspreche, es Ihnen zurückzubringen, darf ich es dann mitnehmen? Es wäre sehr, sehr wichtig für mich. Because it's so important for me. Please make sure you bring it back. Bitte versprechen Sie mir, dass Sie es zurückbringen. Ich bringe es Ihnen zurück, okay? Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie es mir geben. In Ordnung. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. You're very welcome. Also, das wäre jetzt wirklich zu schön, um wahr zu sein, wenn da irgendwas drauf ist. Ich werde das jetzt sofort von hinten bis vorne durchgucken. Sehr aufregend. Vielen Dank. Thank you. You're welcome.